Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play Grey Matter Teil 6 und wir sind immer noch hier und wir versuchen hier Sachen rauszufinden, wie zum Beispiel... Auf dem Türschild steht Dr. Linkweller. Ich weiß, dass ich hier Sachen machen kann. Ich schätze mal, dass nicht jeder hier in der Abteilung ein Fan von Dr. Stiles ist. Zumindest hat Mr. Hadley das gesagt. Gibt es eine bestimmte Person, vor der man sich besser hüten sollte? Mr. Hadley duldet keinen Tratsch in seiner Abteilung. Und ich ebenso wenig. Ah, okay. Dr. Stiles hat mich gebeten, eine Kopie des Plans seines aktuellen Experiments abzuholen. Er hat ihn wohl in dieser Abteilung eingereicht und dann seine Kopie zu Hause verlegt. Für Anfragen wie diese muss Dr. Stiles leider persönlich erscheinen oder anrufen. Wir händigen solche Dokumente nicht an Studenten aus. Aber ich sag's ihm. Macht Sinn. Kaffee für Hadley, hä? Mr. Hadley hat gesagt, ich soll Sie darum bitten, ihm eine Tasse Kaffee zu bringen. Hat er das? Merkwürdig. Mr. Hadley macht sich seinen Kaffee eigentlich selbst. Wie? Das funktioniert? Wie? Das hat funktioniert? Verdammt, sie hat den Schlüssel mitgenommen. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, damit ich ihn mir krallen kann. Bescheuert. Ich würde sagen, tarnen und täuschen. Ah, okay, ich habe doch gesagt, doch irgendwas, was irgendwie Sinn gemacht hätte. Sie bewahrt den Schlüssel für den Aktenschrank in dieser Tasse auf. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl könnte ich ihn mir schnappen, wenn sie ihn nicht die ganze Zeit im Auge behalten würde. Da muss ich mir wohl etwas Hinterhältigeres einfallen lassen. Ah, ich brauche also eine Tasse zum Austauschen. Was ich habe zufällig... Nein, Schlüssel habe ich keinen dabei. Ich habe gerade gelesen, Bieröffner. Die Klinge könnte so scharf wie die eines Messers sein. Naja, ist es ja auch wahrscheinlich. Karte. Auf diesem Stockwerk befinden sich die Büros der Klinikverwaltung und der Professoren. Die anderen Stockwerke sind hauptsächlich für den Universitätsbetrieb. Da muss ich nicht hin. Es wäre bestimmt keine so gute Idee, mich den Brandschutzbestimmungen zu widersetzen. Nur für Mitarbeiter. Ah, okay, interessant. Definitiv nicht nach meinem Geschmack. Ich lasse die Kittel da hängen. Boah, nein, danke. Ich wüsste nicht, warum ich in Ihrem Kühlschrank herumschnüffeln sollte. Sie scheinen auf Notfälle gut vorbereitet zu sein. Keine schlechte Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass Dr. Stiles hier in der Abteilung aufkreuzt. Ich glaube, da muss ich später nochmal hin. Ich muss da gerade die Maus für komische Aussätze, egal.
Hey, da ist ja unsere Cheflaborratte. Wir sind doch keine Laborratten. Wo warst du, Sam? Wir haben eine Stunde lang nach dir gesucht. Ich war in der Empfangshalle, aber ich habe deinen Namen nicht im Verzeichnis gefunden. Ach Mist, das ist bestimmt wegen Sam. Die führen mich immer als Jungen auf. Daran habe ich auch gedacht. Aber in St. Edmund Hall gibt es auch keine Everetts. Ich dachte, du hast gesagt, dass... Nach der Scheidung meiner Eltern habe ich den Nachnamen meiner Mom angenommen. Dann habe ich meine Meinung aber wieder geändert. Warum gebe ich euch nicht einfach meine Handynummer? Cool, die nehme ich doch glatt. Das erhöht meine Kontaktliste auf sensationelle 3 Einträge. 555-7866. 557-2496. Hab sie. Ja, ich hab sie. Hast du meine? 555-2234. Ich habe kein Handy. Bei mir rufen eh nicht viele Leute an. Das ist ja auch kein Wunder, wenn man kein Handy hat, oder? Können wir endlich zur Sache kommen? Hast du heute schon die Oxtue gelesen? Wegen der Sache auf der Laufbahn. Vielleicht hat Stiles heimlich eine Art Generator an unser Gehirn angeschlossen. Ich meine, hast du ihn dir mal angesehen? Er sieht aus, als käme er aus einer Phantom der Oper-Vorstellung. Tut er nicht. Tut er nicht? Aber du musst zugeben, dass die ganze Sache wirklich ziemlich merkwürdig ist. Übrigens habe ich einen Muskelkater in den Beinen, als wäre ich gestern Abend tatsächlich gelaufen. Jetzt, wo du es sagst... Ja, ich auch. Echt? Lass mal sehen. Der Punkt ist, wir wissen nicht, was Stiles da eigentlich treibt. Der ist sicher zu allem fähig. Aber du meintest ja, dass du ihn gut kennst, Sam. Das tust du doch, oder? Ja, du hast uns alle in die Sache reingeritten. Du hättest uns doch sicher nicht gefragt, wenn du dem Typen nicht trauen würdest, oder? Natürlich nicht. Ich kenne Dr. Stiles seit, einer ganzen Weile. Ich bin mir sicher, dass das alles nur ein dummer Zufall ist. Bevor wir heute Abend wieder zu ihm gehen, kann ich gerne ein paar Nachforschungen anstellen, wenn ihr euch dann besser fühlt. Also, wenn du dich schon freiwillig meldest, versuch's doch mal in der Bibliothek. Die sollen da einen Haufen Bücher haben und so. Wollen wir uns wieder hier treffen? Wann? Um 12? Dann sag ich euch, was ich herausgefunden habe. Lass uns nicht hängen, Samantha. Tschüss, Sam. Bis dann. Interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da muss ich nicht rein. Ach, die Bibliothek gibt es tatsächlich als separaten Ort. Okay, Sounddesign war gerade so gut, dass ich dachte, dass bei mir echt gerade Vögel durch die Gegend fliegen. Typ mit einem geflügelten Helm. Ich glaube, das ist eine Statue von Merkur, dem römischen Götterboten. Ach so, das ist tatsächlich der Lohn des Verlässt Teil 2. Gut, dass es hier dran steht. Im Moment wüsste ich nicht, warum ich reingehen soll. Im Moment wüsste ich nicht, warum ich reingehen soll. In dieser Richtung liegt eine große Wiese. Im Moment habe ich aber leider keine Zeit für einen Spaziergang. Ich glaube, hier habe ich schon alles geschaut, aber... Oder? Warte mal.
Hier habe ich einen Teil des Rebus für das Rätsel Der Lohn des Verräters gefunden. Ich muss noch ein paar Goldstücke finden. Vermutlich ergibt... In dieser Richtung liegt eine große Wiese. Im Moment habe ich aber leider keine Zeit für einen Spaziergang. Jemand kümmert sich sehr liebevoll um diesen Garten. Sieht wie ein ganz normales Blumenbeet aus. Nichts Interessantes zu sehen. Nichts Besonderes. Sie verkauft Blumen. Ein Alice im Wunderland Souvenirladen? Nicht gerade mein Ding. Oh, man kann da reingehen, toll. Hallo, Miss. Hi. Ja. Lass erstmal speichern. Ja, das ist fake. Schon gut, Schätzchen. Ist doch nur Spaß. Selten so gelacht. Ich kenne mich zwar nicht wirklich mit Hörnern aus, aber ganz richtig sieht das nicht aus. Ich glaube, da fehlt ein Teil. Das Ding ist ganz schön kurios. Schließlich sieht man ein Wunschhorn nicht alle Tage. Die sehen nicht so aus, als wären sie Mitglieder im Daedalus Club. Die sehen nicht so aus, als wären sie Mitglieder im Daedalus Club. Hallo, mein Name ist Sam. Kann ich Sie eine Sekunde stören? Ich bezweifle, dass eine so hübsche junge Frau stören kann. Aber versuchen Sie es ruhig, ich bin ganz Ohr. Ein alter Schleimbolzen. Netter Gag, die Sache mit dem Horn.
Blamieren sich damit viele Touristen? Sie meinen das Wunschhorn. Das ist kein Gag. Dieses Horn war einst auf dem Schiff des alten Kapitäns. Wenn Gefahr drohte, hat man reingeblasen. Sie müssen wissen, der Kapitän sucht diesen Pub noch immer heim. Wenn man in das Horn bläst, ruft man seinen Geist herbei. Und wenn man sich dann etwas wünscht, lässt er den Wunsch vielleicht in Erfüllung gehen. Also, wie ich es gesagt habe, ein netter Gag. Aber nicht gerade hygienisch. Von wegen. Ich lege das Mundstück den ganzen Tag in eine Lösung aus hundertprozentigem Alkohol. Das hier ist der sauberste Ort von ganz England. Fehlt da was am Horn? Ein Mundstück oder sowas? Ich sagte doch, es genießt den ganzen Tag ein Heilbad in hundertprozentigem Alkohol. Sagt Ihnen der Daedalus-Club was? Gehört dieser Pub zu einem Ihrer Rätsel? Daedalus-Club? Noch nie gehört. Tut mir leid, junge Frau. Ich weiß nicht, ob das schlecht synchronisiert oder schlecht gespielt ist, dass man nichts weiß. Oder gut gespielt, dass schlecht gespielt wird, dass man nichts weiß. Können Sie mir etwas über diesen Pub sagen? Windy Dog ist ein ungewöhnlicher Name. Nun ja, der Pub heißt so, weil der Köter des ehemaligen Besitzers Verdauungsprobleme hatte und... Haha. Nein, war nur Spaß. Ein Schiff hieß mal so. Der Gründer des Pubs war in jungen Jahren Kapitän. Hier, für Sie. Oh, danke. Ich hab doch gesagt, die ist nicht auf den Kopf gefallen. Die hat's echt drauf. Der Kapitän hat das Horn bestimmt gehört. Ja, bitte. Ich hätte gerne ein Goldstück. Ein Goldstück? Was soll das bitte schön sein? Wenn Sie Kohle wollen, fragen Sie doch einfach nach 100 Pfund. Meine Güte. Was ist nur aus der echten Liebe geworden? Das würde ich gerne wissen. Ich dachte's mir schon, als Sie hier aufgekreuzt sind. Hier ist Ihr Goldstück. Und noch eine Kleinigkeit extra. Danke. War mir ein Vergnügen. Viel Glück. Der Prozess gegen Erzbischof Cranmer. Auf der Postkarte steht, der Prozess gegen Erzbischof Cranmer, Christchurch-Kathedrale. Ja, okay. Das ist ein Hinweis. Ich brauche nur noch ein Goldstück. Das ist ein Worträtsel. Wo man dann quasi Buchstaben weg tut. Eine Kathedrale könnte ein Ort sein, wo die Seelen auf ihren Schöpfer treffen. Ein Touristenführer, okay. Und so wurde die Kathedrale? Ja? Kann ich dir helfen? Für die Führung bist du ein bisschen früh dran, aber falls ich sonst irgendwas für dich tun kann? Oh, nein, ich wollte nur einen kurzen Blick hineinwerfen. Ich bin nicht bei der Führung dabei. Wirklich? Dann kannst du mir vielleicht helfen. Stell mir einfach ein paar Fragen über die Kathedrale, als wärst du eine Touristin. Das sollte ich wohl hinkriegen. Was kannst du mir über diese Buntglasfenster erzählen? In diese Kathedrale wurden viele Buntglasfenster eingebaut. Und gleich hier drüben haben wir eines der wenigen Exemplare in ganz Westengland, die Engel mit flammenden Herzen zeigen. Gibt es irgendwelche Besonderheiten bezüglich der Kathedrale? Bis 1905 war sie die kleinste Kathedrale des Vereinigten Königreiches.
In diesem Jahr wurden die ehemaligen Kirchen der Pfarrgemeinden ebenfalls zu Kathedralen. Der Titel ging schließlich nach Birmingham und in der heutigen Zeit ist es die Derby Cathedral. Was kannst du mir über den Altar dort drüben sagen? Er ist fast so alt wie die Kathedrale selbst und mit einem Triptychon versehen. Manch einer glaubt, dass Judas der Verräter dort dargestellt wird. Das ist zwar ziemlich unwahrscheinlich, aber die Theorie hat durchaus ihre Berechtigung, weil diese Figur einen kleinen Beutel an ihrem Gürtel trägt. Wie alt ist die Kathedrale? Heinrich VIII. Hat sie offiziell im Jahre 1546 unter dem Namen Ecclesia Christi Cathedralis Oxoniensis eingeweiht. Das hast du doch ziemlich gut hingekriegt. Ja, vielen Dank. Ein schönes Buntglasfenster. Vor allem das Herz gefällt mir. Kommt gut. Darunter ist irgendwas. Klingt hohl. Klingt hohl. Ich frage mich, wozu der Hebel gut ist. Selbstzerstörung aktiviert. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ein weiteres Teil des Rebus. Das war's. Jetzt nur noch dieses Bilderrätsel lösen, dann habe ich es wahrscheinlich geschafft. Das muss ich mir mal kurz notieren. Ernsthaft. Okay, ich habe das mal aufgeschrieben. War das im Kopf jetzt ein bisschen anstrengend um die Uhrzeit? Okay, ich habe C
Ist klar, den Buchstaben lässt man so stehen und dann hat man jetzt die Harfe. Und ohne den ersten 5 Buchstaben ist es quasi ARV. Dann die plus die Axt. Ohne das T ist also Axt. Also hat man schon Karfax und dann den Zwerg. Den Tod, Entschuldigung, dann den Tod und den dritten Buchstaben, das ist TO. Und das passt so. Und der Zwerg und den ersten 5 Buchstaben ist natürlich schwer. Also hat man Carfax Tower, was sehr, sehr bescheuert ist. Beziehungsweise nicht bescheuert, aber kein allzu brutal kompliziertes Worträtsel. Es ist das Ende der Reise, der Anfang. Tag, ich nehme einen Strauß. Gott segne Sie, Miss. Und jetzt habe ich eine Blume für Sie. Bereit? Oh, das ist ja nett. Entzückend. Danke, Miss. Bleiben Sie nicht allzu lange hier draußen stehen. Sie holen sich sonst noch eine Erkältung. Gott segne Sie. Aha, ich habe einen Blumenstrauß. Wofür ich den brauche, weiß ich nicht, aber okay. Ich muss noch irgendwas mit der Telefonzelle machen, weil die Telefonzelle ist eins das einzigste Objekt, das Ich kann hier nur den Telefonhörer abnehmen. Ah, okay. Gesundheitsamt. Oh, tut mir leid, ich habe mich verwählt. Bin ich hier richtig beim Daedalus Club? Wer? Du musst dich verwählt haben, Süße.
Auf der Postkarte steht, der Prozess gegen Erzbischof Cranmer, Christchurch Kathedrale. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. So, ich muss den Namen eingeben der Person, der seine Seele für 30 Silberlinge verkaufte. Aber wer verkaufte seine Seele für 30 Silberlinge? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Wer hat denn seine Seele für 30 Silberlinge verkauft? Verdammt, man braucht für die Bibliothek einen Studentenausweis. Ach, was ist nur aus der Informationsfreiheit geworden? Das ist ein Papierschredder. Ach, Depp. Okay. Wer hat seine Seele für 30 Silberlinge verkauft? Das habe ich jetzt mal einfach mal gegoogelt. Und, also nicht die Lösung. Also, okay, wie tue ich es aus? Ich habe das mal gegoogelt. Wer hat seine Seele für 30 Silberlinge verkauft? Und, ja, es scheint so, dass es sich um Judas handelt. Das müssen wir ausprobieren, ob das funktioniert. Passt auch vom Konzept her dazu, also,
haben das Spiel gemeistert. Hier ist Ihre Belohnung. Eine Goldmünze. Wow, das ist ja genial. Ich habe mein erstes Daedalus-Club-Rätsel gelöst. Wie cool ist das denn? Sehr schön. St. Paul's Cathedral. Und das das sieht man schlecht, aber es soll wahrscheinlich des Verräters heißen. Sehr witzig. Ist das jetzt quasi ein neuer Gegenstand? Ja. Aber was mache ich mit dem? Warte mal. Und da glaube ich noch mehr, oder? Habe ich gemeistert. Sehr schön. Aber das Lösen eines Rätsels wirft weitere Rätsel auf. Oder weitere Fragen. Ich hoffe aber, obwohl ich diesen Teil hier jetzt beende, es hat gefallen. Und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Dann geht es hier weiter und ja. Dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Klingt komisch, ist aber so. Bis dann.